Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße euch. Ein frohes neues Jahr wünsche ich, wenn auch verspätet. Und verzeiht bitte, dass wir ein paar Minuten später zugekommen sind. Ich freue mich ganz besonders, Herrn Professor Sander heute Abend zu begrüßen. Herr Professor Sander, Sie wissen, wir sind Fans der frühen Stunde, Sie in unserem Format begrüßt haben zu dürfen. Im Mai 2020 haben wir das erste Mal darüber gesprochen, über die Immunantwort bei Covid-19. Und haben knapp ein halbes Jahr später schon über die Impfstoffe gesprochen, 7 Monate später. Und heute möchten wir ein Jahr später nochmal schauen, welche neuesten Nachrichten es denn wir zu den Impfstoffen wissen müssen. Das eine, das interessiert uns natürlich alle, weil wir alle auch betroffen sind, aber auch, weil wir natürlich auch hoffentlich jetzt Multiplikatoren draußen in der Welt dienen wollen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Herr Professor Sander leitet die Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Charité, wie ihr alle natürlich wisst. Und seit Dezember 2021 ist er Teil des Expertenrates der Bundesregierung zu Covid-19. Herr Professor Sander, ich weiß, dass Sie eine ganze Menge zu tun schon immer hatten und auch jetzt ganz besonders haben. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Ja klar, vielen Dank für die Einladung. Sie müssten mir noch einmal erlauben, meinen Bildschirm zu teilen. Geschehen. Okay, gut, so. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, also wenn ihr Fragen habt, gerne im Chat oder wie ihr es gewohnt seid, die würden wir dann im Anschluss an den Vortrag auch mit Herrn Professor Sander diskutieren. Vielen Dank. Gut, dann vielen Dank für die Einladung. Ich denke, ja, es hat sich viel getan in dem einen Jahr. Es ist weiterhin einfach beeindruckend, wenn wir daran denken, dass vor 2 Jahren dieses Virus sequenziert und identifiziert wurde, fast auf den Tag genau. Und wir jetzt im Prinzip schon über angepasste Impfstoffe sprechen und über Boosterimpfungen und verschiedene Virusvarianten. Wir haben extrem große Herausforderungen immer wieder in dieser Pandemie gehabt. Eine wirklich großer Erfolg, glaube ich, sind die Impfungen. Die haben auch im letzten Jahr extremen Benefit gebracht und dass das so schnell gegangen ist, ist wirklich ein Erfolg. Heute möchte ich über ein bisschen aktuelle Themen sprechen und gerne auch im Anschluss nochmal diskutieren. Fangen wir mal damit an, was wir für Erfahrungen gesammelt haben mit den Impfstoffen. Vor einem Jahr habe ich so ein bisschen gezeigt, was für verschiedene Impfstoffplattformen es gibt, wie die funktionieren, wie vielleicht auch die Immunantwort ist. Das spare ich diesmal alles. Das ist ja, glaube ich, jetzt weitgehend bekannt. Und wir sprechen mal darüber, wie die Erfahrungen mit dem Einsatz dieser Impfstoffe waren. Und der größte Teil wird sich heute auf die mRNA-Impfstoffe beschränken, weil wir die zumindest hier in Deutschland am breitesten einsetzen zurzeit. Hier ist eine Studie vom CDC, die sich Daten zur Sicherheit der Covid-19 Impfstoffe angesehen hat. Und in dieser Studie wurden 6,2 Millionen Impflinge oder Datensätze von 6,2 Millionen Impflingen analysiert auf verschiedene Events, also auf verschiedene Komplikationen, wenn Sie so wollen, oder potenzielle Komplikationen einer Impfung. Und ohne da jetzt überall im Detail durchzugehen, wurde hier sozusagen präspezifiziert ein statistisches Signal definiert, dass bei keinem dieser Komplikationen, die man kennt, auch von anderen Impfstoffen zum Teil, wurde hier nirgendwo ein statistisch signifikantes Signal erreicht. Das waren 6,2 Millionen Impflinge. Das ist jetzt nicht nach Alter nochmal stratifiziert oder Geschlecht, aber es ist schon beeindruckend, dass wir in dieser sehr, sehr großen Kohorte eigentlich kein relevantes Sicherheitssignal gefunden haben. Das heißt nicht, dass es nicht in Einzelfällen oder sehr seltenen Fällen auch zu Impfkomplikationen kommen kann. Das ist natürlich der Fall und das muss man entsprechend ernst nehmen, melden, auch darauf eingehen. Aber in diesen großen Analysen zeigt sich hier kein relevantes Sicherheitssignal. Die Ausnahme, gerade bei den mRNA-Impfstoffen, ist natürlich die Myokarditis und Perikarditis. Die betrifft aber vor allen Dingen junge Männer bzw. männliche Jugendliche, so circa ab der Pubertät und bis zum Alter von 30 Jahren. Da tritt das am häufigsten auf und am häufigsten tritt das auf nach der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff.
gibt eine weitere schöne Studie aus Israel und Israel hat wirklich auch auf bewundernswerte Weise zum einen die Impfkampagne durchgezogen, zum anderen aber auch Daten analysiert und, ja, wenn man so will, der Welt zur Verfügung gestellt und wir haben sehr viel auch von den israelischen Erfahrungen lernen können. Das ist eine Studie, die kürzlich im New England Journal erschienen ist und bei der hier initial, also auch fast 2 Millionen Datensätze von einer bei einer Krankenkasse versicherten Impflingen analysiert wurden. Und hier hat man ein Matching vorgenommen, wo Sie sehen, hier sind fast knapp 900.000 Impflinge in jeder Gruppe. Und man hat auch hier nach Sicherheitssignalen geschaut und hat das in einer weiteren Subgruppenanalyse nochmal untersucht, verglichen zwischen Adverse Events, die nach Covid-19 mRNA-Impfung auftreten und nach SARS-CoV-2-Infektion auftreten. Und hier ist diese Abbildung 3 aus diesem Paper. Und es zeigt im Grunde, dass es zwar für bestimmte Adverse Events in dieser Studie oder in dieser Analyse auch ein Signal gibt nach mRNA-Impfung. Das ist nicht besonders stark, aber man hat gesehen, zum Beispiel Herpes Zoster kann es in seltenen Fällen geben. Lymphadenopathie relativ klar, wobei ich hier sagen würde, das ist hier als Adverse Event definiert. Aber als Immunologe muss ich sagen, dass eine Lymphknotenschwellung natürlich etwas ist, was normal im Rahmen einer Immunreaktion nach einer Impfung auftreten kann und auch ein Zeichen für eine gute Immunaktivierung natürlich sein kann. Hier sehen wir auch das Signal für Myokarditis. Relativ deutlich. Allerdings ist es natürlich interessant in dieser Studie, die dann gematcht hat mit einer Gruppe von Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion haben, dass man eben eine ganze Reihe Komplikationen sieht und auch bei der Myokarditis sieht, dass das durchaus auch sehr, sehr signifikant erhöht ist, deutlich erhöht ist bei Personen, die eine Infektion durchgemacht haben, sodass man auch hier und die Autoren sehen das auch so unterm Strich sagen kann, dass sozusagen das Risk-Benefit-Ratio weiterhin sehr, sehr deutlich zugunsten der Impfung ausfällt. Und gerade bei thromboembolischen Ereignissen wissen wir ja sehr gut, dass die Infektion sehr häufig zum Thrombosen und Embolien und Komplikationen führen kann, die nach einer Impfung nicht auftreten, beziehungsweise das Risiko um ein Vielfaches erhöht ist, wenn sie eine Infektion bekommen. Und so gibt es auch eine ganze weitere Reihe von Untersuchungen zur Sicherheit aus Registern, aus Studien und die deuten alle in die gleiche Richtung. Wir haben mit diesen mRNA-Impfstoffen sehr sichere Impfstoffe zur Verfügung mit der Einschränkung junge männliche Jugendliche und Männer, wo die weiterhin sicher sind und auch weiterhin eine Empfehlung besteht, weil das Nutzen-Risiko-Verhältnis weiterhin sehr, sehr deutlich zugunsten der Impfung ausschlägt. Aber hier sollte man, denke ich, aufpassen, wenn Beschwerden, die in Richtung einer Myokarditis deuten könnten, auftreten, dass man das entsprechend abklärt. Zum Glück sind die Verläufe, die in der Literatur beschrieben sind, in der Regel mild. Die Impfstoffe sind auch sehr, sehr effektiv. Die ganzen Daten aus den Zulassungsstudien erspare ich Ihnen, die kennen Sie alle und die sind auch mittlerweile, wenn man so will, bisschen historisch, weil wir jetzt viel längere Beobachtungszeiträume überblicken und Real-World-Data haben und natürlich unterschiedliche Endpunkte uns ansehen können in diesen Real-World-Studien. Und ich habe jetzt einfach mal direkt von der CDC-Seite hier diese Statistik, diese Grafik rausgegriffen, die Ihnen zeigt, wie die altersadjustierten Hospitalisationsraten sind unter ungeimpften Personen in Blau und unter vollständig geimpften Personen, und damit sind zweifach Geimpfte in der Regel hier gemeint, wie die sich unterscheiden. Und da brauchen wir keine Statistik für, um zu sehen, dass wir hier in den verschiedenen Infektionswellen in den USA häufig hohe Hospitalisationsraten hatten unter ungeimpften Personen, dass sich das aber bei vollständig geimpften Personen kaum widerspiegelt. Hier haben wir, wenn überhaupt, mit der Zeit hier einen minimalen Anstieg, aber einen riesengroßen Unterschied, wenn Sie das mal vergleichen zwischen Ungeimpften und Geimpften. Das heißt, diese Impfstoffe liefern wirklich das, was sie versprechen. Sie schützen die geimpften Personen sehr, sehr effektiv vor schwerer Erkrankung durch Covid-19. Und ähnliche Daten bereitet ja auch das Robert-Koch-Institut aus den deutschen Datensätzen auf. Und hier ist es einmal
nach Alter stratifiziert, weil das ist im Grunde das, was dem RKI zur Verfügung steht. Also einmal bei Personen zwischen 12 und 17 Jahren, die geimpft oder ungeimpft sind. Dasselbe dann für die Altersgruppe 18 bis 59 und ab 60 Jahre. Und hier können Sie sehen, dass die Ungeimpften sind immer jeweils gestrichelt. Hier oben haben wir symptomatische Fälle. Da treten sehr viel mehr Fälle, wenn wir auf die Jugendlichen gucken, auf unter Ungeimpften als unter Geimpften. Bei den erwachsenen Personen ist das auch immer noch ein großer Unterschied. Aber hier sehen wir gerade, als so Richtung Delta-Welle geht, dass wir hier einen etwas nachlassenden Impfschutz bei den vollständig, also zweifach Geimpften haben. Und dann hier unten kommen Geboosterte rein, da sprechen wir aber gleich nochmal getrennt drüber. Und hier sehen wir in der unteren Zeile, dass ähnlich wie in den CDC-Daten, egal in welcher Altersgruppe wir gucken, wir einen extrem guten Schutz haben. Und hier ist gemeint Schutz vor Krankenhauseinweisung, also so schwere Erkrankung, dass sie zu einer Hospitalisation führt. Und deswegen, da kann man jetzt weitergehen. Ich glaube, insgesamt habe ich Ihnen einfach ziemlich zufällig einige Studien hier rausgegriffen, die aber insgesamt zeigen, wir haben sehr, sehr sichere Impfstoffe, die sehr, sehr gut sind an mittlerweile in mehreren Milliarden Menschen weltweit, inklusive Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen sind geimpft worden und eigentlich alle Fachgesellschaften auch für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen empfehlen ganz klar die Impfung und der Nutzen einer Impfung übersteigt bei weitem die Risiken. Man soll keine Risiken verharmlosen, aber diese Nutzen-Risiko-Abwägung fällt sehr, sehr deutlich zugunsten der Impfstoffe auf und die sind sehr, sehr effektiv, zum Glück auch gegen diese harten Endpunkte, die ja in den Zulassungsstudien nicht untersucht werden konnten. Bleiben aber eine ganze Menge offene Fragen, die auch ja, sehr intensiv diskutiert werden, teilweise auch in der Öffentlichkeit. Was ist denn jetzt mit den Impfungen? Schützen die denn überhaupt vor einer Infektion bzw. einer Transmission? Wie ist der Schutz in speziellen Risikopopulationen, insbesondere denen, die ein Risiko haben, auch hospitalisiert zu werden oder schwerer zu erkranken? Wie haltbar ist der Impfschutz, also wie lange hält er an? Und insbesondere jetzt, wie ist denn die Schutzwirkung bei Variants of Concern, also veränderten Virusvarianten mit Mutation? Und jede dieser Fragen könnte man sicher jetzt in einer eigenen kleinen Vorlesung abhandeln. Ich werfe da immer nur so kleine Schlaglichter drauf und wenn es da Fragen gibt, können wir das diskutieren. Es ist auch nicht so, dass ich behaupten könnte, einen vollständigen Überblick über die Studien zu haben, weil es in einer extrem dynamischen Lage ist. Hier ist eine Studie, die, als ich das letzte Mal geguckt habe, noch im Preprint-Stadium war, von einer holländischen Gruppe, die eine Haushaltskontakt, Studie gemacht hat und sich angesehen hat, die Secondary Attack Rate bei Haushalten, in denen es eine SARS-CoV-2-Infektion gegeben hat und das sich die Secondary Attack Rate angesehen hat in Abhängigkeit vom Impfstatus, entweder der Indexperson oder der Kontaktperson in einem Haushalt. Wenn wir hier diesen Fall nehmen, ist das eine ungeimpfte sind das ungeimpfte Indexpersonen und bei ungeimpften Haushaltskontakten wird hier die Secondary Attack Rate mit 22% angegeben. Das war zu einer Zeit, in der, wenn ich jetzt noch richtig erinnere, zu Beginn Alpha und dann Delta dominant war in Holland. Und wenn die Kontaktpersonen einer ungeimpften Indexperson geimpft sind, dann reduziert sich die Secondary Attack Rate in dieser Zeit, in diesem Beobachtungszeitraum, in dieser Kohorte deutlich. Das heißt, sie können sich in der Tat dadurch schützen, dass sie geimpft sind, auch wenn sie mit den Personen zusammenleben. Aber interessant wird es, wenn man schaut, dass wenn die Indexperson, die positiv war, wenn die geimpft war, also im Grunde eine Durchbruchinfektion hatte, selbst dann reduziert sich die Infektion der ungeimpften Haushaltskontakte, also Secondary Attack Rate nimmt hier ab und die Autoren berechnen die Effectiveness, die VE gegen die, also bezogen auf Transmission, geben das mit 63% an, jetzt mit einem relativ großen Konfidenzintervall. Nichtsdestotrotz kann man eigentlich, glaube ich, unterm Strich sagen, zumindest vor Omikron, da sprechen wir nachher noch drüber, war es schon so, dass Impfungen nicht nur sozusagen die geimpften Personen vor Infektionen und den Folgen der Infektion schützen, sondern möglicherweise auch das Umfeld. Und das lässt sich in mehreren Studien, ich habe jetzt eine rausgegriffen, es gibt andere Studien, relativ gut zeigen. Und es gibt auch weitere
Modellierungen und Berechnungen hier vom Kollegen Dirk Borgmann vom Robert-Koch-Institut und seiner Arbeitsgruppe an der Humboldt-Universität. Die haben mal ausgerechnet, wenn man unterschiedliche Impfraten annimmt und unterschiedliche Impfeffektivität annimmt, also ein Szenario mit einem hohen Impfschutz und ein mit einem niedrigen Impfschutz, dann sieht man, dass eben durch diese Effekte, die ich Ihnen auch gerade versuchte zu zeigen, dass man sieht, dass das Infektionsgeschehen doch sehr, sehr stark von Personen, die noch keinen Impfschutz haben, beeinflusst wird. Es wurde hier mal so angegeben, dass letzten Endes, es gibt ja verschiedene Konstellationen, in denen Infektionen auftreten können, also zwischen zwei ungeimpften Personen oder zwischen sozusagen Weitergabe von einer geimpften an eine ungeimpfte Person oder von einer ungeimpften an eine geimpfte Person oder unter vollständig Geimpften. Und letztendlich in diesen verschiedenen Szenarien, das sind ja alles Szenarien und Berechnungen, kam raus, dass so bei 8 bis 9 von 10 Infektionen ungeimpfte Personen beteiligt sind. Und das trotz dieser Impfquoten, die hier angenommen werden. Und das zeigt eben auch, dass es weiterhin ein Problem ist, wenn sich zu wenig Menschen für die Impfung entscheiden, dann wird schon, dass die Inzidenz und das Infektionsgeschehen maßgeblich davon beeinflusst. Wie gesagt, alles noch bevor wir diese Immune-Escape-Varianten, über die wir gleich noch sprechen, dominant hatten. Wie sieht das aus mit dem Impfansprechen bei speziellen Populationen? Was man ja gesehen hat, waren das Daten über die Gesamtbevölkerung. Wir haben uns relativ früh, letztes Jahr im Frühjahr schon angesehen. Wir haben ja in Deutschland priorisiert, weil zu Beginn auch nicht genug Impfstoff verfügbar war, um gleich die gesamte Bevölkerung zu impfen. Und es ja auch eine Logistik dafür aufgebaut werden musste, wurde priorisiert, weil die Personen zuerst geimpft, die das höchste Risiko hatten. Und das waren insbesondere ältere Menschen über 80. Wir haben hier eine Kohorte rekrutiert damals, die im Schnitt 81 Jahre alt war, mit diversen internistischen Vorerkrankungen. Und das ist eine Arbeit, die wir zusammen mit der Virologie hier durchgeführt haben, insbesondere Dr. Kormann. Und was man hier sehen konnte, hier sind einmal Antikörper aufgetragen, also gegen die Rezeptorbindungsdomäne. Da sehen Sie in Rot sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Charité, die im Schnitt 34 Jahre alt waren. Die sprechen hier nach 3 Wochen, also nach der ersten Impfung. Und dann nach der zweiten Impfung, die sprechen relativ rasch mit den Antikörpern an. Und bei den Älteren braucht es überhaupt erst die zweite Impfung, um überhaupt nennenswert Antikörperspiegel aufzubauen. Und der ist weiterhin deutlich niedriger als der bei den jüngeren Menschen. Und auch die Antikörperavidität, also wie stark jetzt dieses Immunserum an das Antigen bindet, ist deutlich reduziert in älteren Menschen. Und das passt auch zu dem, was man in der Immunologie weiß, dass ältere Menschen auch, da altert eben auch das Immunsystem mit, die sind etwas immunseneszent und sprechen ja auch notorisch etwas schlechter auf Impfungen an. Und wenn man sich dann angesehen hat im Verlauf, wie das im Verlauf war, die wurden ja sehr, sehr früh geimpft, die älteren Menschen, und wie entwickelt sich dann der zumindest Immunkorrelate von Protektion oder von Immunität, sagen wir mal vielmehr. Dann haben wir gesehen, dass wir 6 Monate nach der Impfung, das ist eine Studie, die wir uns hier angesehen haben, haben wir in der älteren Kohorte einen deutlichen Abfall und einen deutlich niedrigeren Antikörpertiter. Das ist jetzt nur dieser normale ELISA-Titer, den Sie auch im Labor bestimmen können. Und hier hat die Arbeitsgruppe von Florian Klein in Köln, der die Virologie in Köln leitet, ein sehr schönes Neutralisationssystem mit Pseudoviren aufgesetzt, wo wir Neutralisationsaktivität in diesem Pseudovirus-Neutralisationssystem gegen die Delta-Variante angesehen haben. Und da war schon relativ früh klar, dass 4 von 6 Personen aus unserer älteren Kohorte unterm Detektionslimit sind für die Neutralisation, wohingegen eigentlich fast die gesamte Kohorte dieser jüngeren Kohorte, also Mitarbeiter und Mitarbeiter der Charité, noch eine gute Neutralisationstiter hatte in dem System. Und das zeigt im Prinzip schon, dass wir hier ein deutliches Nachlassen zumindest der humoralen Immunität gegen die dann zirkulierende Delta-Variante bei den Älteren hatten. Und auch die T-Zell-Antwort war deutlich schwächer in der älteren Kohorte verglichen mit der jüngeren Kohorte, was schon mal ein früher Hinweis darauf war, dass wir hier ein Nachlassen der Immunität bei älteren Menschen hatten. Israel hat ja noch früher und noch schneller geimpft und hat auch schneller wieder, wenn Sie so wollen, aufgemacht. Die haben dann relativ früh im Sommer in ihren Datensätzen, gerade auch die Krankenkassen haben das gesehen, gesehen, dass sie zunehmend wieder Infektionen hatten, Durchbruchinfektionen hatten unter vollständig Geimpften.
Und hier sind diese Daten ausgewertet und publiziert, im New England Journal vor kurzem publiziert. Und hier ist einmal aufgetragen, wie sich sozusagen die Infektionen und die schweren Infektionen oder schweren Erkrankungen entwickelt haben über die Zeit. Und hier sind nur gezeigt vollständig geimpfte Personen. Das ist ein bisschen, es sieht jetzt so aus, ob die Impfungen hier keinen Effekt mehr hätten. Wenn Sie jetzt hier aber die Kurve reinlegen würden von den Ungeimpften, würden Sie die beiden Kurven hier kaum sehen. Also wir sprechen hier immer über relative Risiken. Nichtsdestotrotz ist hier klar, dass hier mit der Zeit ein Signal kommt. Hier wurde die Delta, Variante dann dominant und es gab auch wieder eine richtige Welle in Israel. Und dann kam es eben zum Anstieg auch wieder von Infektionen. Und dann hat man Ende Juli relativ konsequent gesagt, wir werden die Bevölkerung jetzt nochmal und sukzessive bei den Ältesten begonnen mit einer Boosterimpfung versorgen und haben dann ihre Boosterkampagne gestartet. Und dass das Ganze jetzt nicht nur ein Phänomen der sich ausbreitenden Delta-Variante war, also dass jetzt eine neue Virusvariante kam, die quasi den Impfschutz unterläuft, sondern dass es im Prinzip eine Funktion des Abstands zur Impfung ist, zeigt eigentlich diese Darstellung sehr schön. Das heißt, zu einem gegebenen Zeitpunkt hat man hier Rate der Infektion pro 1000 Personen aufgetragen und das dann stratifiziert nach dem Zeitpunkt, an dem die Impfung stattgefunden hat. Wenn man sich jetzt mal die über 60-Jährigen anguckt, dann ist zu diesem gegebenen Zeitpunkt sind die meisten Infektionen bei Personen, die im Januar geimpft wurden, weniger Infektionen bei denen, die im Februar geimpft wurden, noch weniger im März, im April und so weiter. Und daraus kann man eigentlich ganz gut sehen, dass bei den Personen, bei denen die Impfung am längsten her oder am längsten zurücklag, die hatten auch die meisten Infektionen. Und von daher ist es klar, dass es einfach eine nachlassende Schutzwirkung vor Infektion war, die einfach mit der Zeit, dieses Nachlassen einfach mit der Zeit stärker wurde. Und was, glaube ich, die Israelis letzten Endes dazu veranlasst hat, dann auch die Booster-Kampagne so aufs Gleis zu setzen, ist, dass sie auch schon relativ früh dann sehen konnten, dass zwar sehr gering, aber durchaus auch zeitabhängig, dass auch wieder zu schwereren Durchbruchinfektionen kommen konnte. Das, wie gesagt, im Verhältnis zu Ungeimpften ist das alles immer noch sehr, sehr wenig. Aber das sind ja Personen, die ein hohes Risiko haben, die sich schützen wollen durch eine Impfung. Und hier sieht man Nachlassen der Wirkung, die man hat. Und deswegen hat man gesagt, hier impfen wir gegen an. Und was Ähnliches hatte ich Ihnen ja schon gezeigt, hatten wir auch gesehen. Nach 6 Monaten hatten wir in unserer älteren Kohorte sehr niedrige Neutralisationstiter. Hier sind jetzt wieder normale ELISA-Titer aufgetragen. Hier wieder gesehen, wir hatten dieses verzögerte Ansprechen bei den Älteren, die dann nach der Zweitimpfung gute Titer hatten, zwar nicht ganz so gut wie die jüngeren Personen, die dann aber nach 6 Monaten deutlich wieder abnahmen, aber dann nach einer Boosterimpfung nach im Schnitt 8 Monaten wirklich einen sehr, sehr guten ELISA-Titer erzielen, der auch deutlich über dem liegt, was sie jemals bei der Zweitimpfung hatten und vergleichbar ist mit dem, was wir in der jüngeren Kohorte gesehen haben, was wirklich auch für uns dafür spricht, dass diese Boosterimpfung letzten Endes die Impfserie komplettiert, diese zeitversetzte Impfung dann nochmal. Und da kommen ja auch nochmal Daten, die zeige ich Ihnen zur Omikron-Variante. Und das ist im Prinzip jetzt nur ein unlogisches Korrelat, dass man sieht, hier steigen die Titer nach der Boosterimpfung wieder deutlich nochmal an. Da gab es auch diverse andere Studien, die das gezeigt haben. Und dass die Boosterimpfungen auch klinisch einen großen Benefit haben, zeigt diese Studie auch wieder aus Israel. Da sehen Sie, dass hier sind die Hospitalisationen gezeigt, links und rechts schweres Covid-19, Kaplan-Meier-Kurven, die kennen Sie vielleicht so von den Zulassungsstudien. Die eine Gruppe ist geimpft, die andere ist ungeimpft. In diesem Fall sind das verglichen Personen, die 2 Impfdosen hatten und dann Personen, die zusätzlich eine dritte Impfdosis bekommen haben. Und da sehen Sie diesen sehr, sehr deutlichen Effekt wieder. Das ist hier, muss man immer ins Verhältnis setzen. Wenn wir hier die Ungeimpften drin hätten, dann würden wir die Unterschiede nur schwer erkennen. Also das ist ein deutlicher Effekt, sehr, sehr deutlicher Effekt. Aber es ist nicht so, dass es jetzt hier keinen Schutz bei den Zweifachgeimpften gäbe, sondern es gibt einen guten Schutz, aber der wird nochmal deutlich verbessert durch die dritte Impfdosis. Und das ist hier, glaube ich, sehr, sehr überzeugende Evidenz. Und auch, das ist sicher ja der härteste Endpunkt,
Tod durch Covid-19. Auch da sieht man, dass quasi Personen, die einen Booster bekommen, deutlich profitieren. Wie gesagt, das ist alles relativ geringes absolutes Risiko, aber das ist ein deutlicher Effekt, der natürlich auf die Bevölkerung gerechnet ein großer Benefit ist, den man unbedingt mitnehmen sollte und der den Israelis recht gibt, dass sie diese Booster-Kampagne bekommen haben. So, womit kann man boostern? Das waren in Israel alles Impfserien, die homolog durchgeführt wurden mit drei mRNA-Impfungen. Wir hatten ja im letzten Jahr die Diskussion um den Vektorimpfstoff von AstraZeneca, dass es dort in sehr, sehr seltenen Fällen zu ernsten Komplikationen kommen konnte mit Hirnvenenthrombosen und deswegen sich die Empfehlung ja auch änderte, in Deutschland dann auf eine mRNA-Impfung zu wechseln für Personen unter 60. Und da gab es ja Diskussionen, ob so ein heterologes Regime funktioniert. Die Daten habe ich Ihnen jetzt heute nicht mitgebracht. Aber da sieht man im Prinzip, dass es zumindest immunologisch und später gab es dazu auch epidemiologische Daten, dass das ein sehr, sehr gut funktionierendes Impfregime ist. Jetzt gibt es eine große Studie, also wirklich eine unglaublich komplexe Studie, wo ich wirklich nur sagen muss, Respekt vor den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das aufgesetzt haben, mal wieder in Großbritannien, die ohnehin so viele tolle Studien zu Covid und zu den Impfungen machen, ist die Cough-Boost-Studie, die sich einfach angesehen hat, mit welchen Impfstoffen kann man denn boostern, also eine dritte Impfung geben. Und hier sehen Sie, es sind relativ große Gruppengrößen, die mit unterschiedlichen Impfstoffen dann geboostert haben. Also das ist einmal Kontrolle, also Placebo, oder dann mit dem BioNTech-Impfstoff oder hier Chadox mit dem AstraZeneca-Impfstoff oder dem Novavax-Impfstoff, das ist ja der Proteinimpfstoff, in halber Dosierung zum Beispiel, oder mit dem Valneva-Impfstoff, dieser inaktivierte Impfstoff, der möglicherweise bald kommt, oder auch der in halber Dosierung, oder mit einem anderen, dem Johnson & Johnson, mit dem Moderna-Impfstoff und so weiter. Also das wäre, kann man einen halben Abend verbringen, diese Studie zu erklären, sehr, sehr komplex. Letzten Endes, was rauskommt, ist, dass wenn Sie initial mal geprimed wurden mit einem Vektorimpfstoff von AstraZeneca zum Beispiel, dann kann es möglicherweise so sein, dass dann eine Boosterimpfung hier ist, einmal der BioNTech-Pfizer-Impfstoff in halber Dosierung und der Moderna-Impfstoff in voller Dosierung, dass man möglicherweise etwas stärkere T-Zell-Antworten bekommt, aber das ist im Grunde eine Nuance, aber möglicherweise ist das etwas stärker, als wenn man komplett homolog beispielsweise dreimal mRNA bekommt. Aber das sind Nuancen, beide machen eine ganz gute T-Zell-Antwort. Aber was man letzten Endes aus dieser großen Studie rausziehen kann, ist, dass für die Booster-Impfung, wenn man verschiedene immunologische Kriterien anlegt, also Antikörper, Neutralisation, dann ist eigentlich immer so, dass die mRNA-Impfstoffe als Booster am besten abschneiden. Und zwar die mRNA-Impfstoffe, die hier getestet wurden, waren die von BioNTech Pfizer oder von Moderna, der mRNA-Impfstoff von CureVac, der hier auch genommen wurde. Also Sie wissen, da gab es leider eine Phase-3-Studie, die keine ausreichende Effektivität gezeigt hat. Die ist auch für die Booster-Impfung anscheinend nicht besonders gut. Und interessanterweise auch die anderen, zum Beispiel der Valneva, der inaktivierte Impfstoff, schneidet hier nicht gut ab im Vergleich zum Placebo als Boosterimpfung und auch der Novavax ist nicht so gut wie der mRNA-Impfstoff. Das muss man vielleicht nochmal überprüfen im Detail, aber letzten Endes gibt es uns recht, die Strategie, nämlich mRNA-Impfstoffe, entweder den von BioNTech Pfizer oder den von Moderna, für die Boosterimpfung einzusetzen. Dafür haben wir viele Daten, sowohl zur Sicherheit als auch zur Effektivität und jetzt auch zur Immunologie im Vergleich zu vielen anderen. Also, das ist richtig. Und welcher von beiden eingesetzt wird, ist im Grunde vermutlich nicht so entscheidend. Beide funktionieren sehr, sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Kapitel und das ist natürlich sozusagen Talk of the Day. Das ist, was ist jetzt mit dieser neuen Virusvariante, hier fehlt die Überschrift, diese B.1.1.529, jetzt Omikron genannte Variant of Concern. Hier sehen Sie mal quasi die Entwicklung der Inzidenzen in Südafrika und die hatten eben drei sehr, sehr heftige Wellen, auch mit einer hohen Krankheitslast, auch einer hohen Mortalität. Und die letzte war eben eine sehr, sehr ausgeprägte Welle mit der Delta-Variante. Und dann waren die in einer Situation, wo die sehr niedrige Inzidenzen hatten und dann aber auf einmal in einer bestimmten Provinz, die eben um die Hauptstadt rum liegt, dann
steilen Anstieg der Fallzahlen und dann fiel auf, zum einen, dass sie dieses in so einen bestimmten PCR-Assay einen Ausfall hatten und dann auch in der Sequenzierung relativ schnell klar wurde, dass hier eine neue Variante sich ausbreitet. Und es gab, da muss man wirklich loben, es gibt eine sehr gute Surveillance da unten und die Wissenschaftler, die das beschrieben haben, diese Sequenz, die haben sehr, sehr früh die Öffentlichkeit informiert darüber, dass es diese Variante dort gibt, dass es diese Dynamik dort gibt und haben letzten Endes der ganzen Welt eine Warnung ausgesprochen und Zeit gegeben, sich darauf zumindest gedanklich schon mal einzustellen. Die Daten sind hier bei Nature publiziert, ist ein sehr lesenswertes Paper. Das hier ist es, sind Daten, die hier so quasi so einen phylogenetischen Baum zeigen, wo sie sehen, dass die Omikron-Variante relativ weit entfernt ist von anderen Linien. Ich habe eigentlich relativ wenig Ahnung von Virusevolution, aber das sieht man ja schon mit dem bloßen Auge. Und was man auch hier sehr gut erkennen kann, hier ist ja das Spike-Protein dargestellt. Das ist dieser trimere Proteinkomplex an der Oberfläche der Coronaviren, mit dem nach einer Konformationsänderung das Virus an den Wirtsrezeptor ACE2 binden kann und dann in Wirtszellen, also in unsere Zellen, aufgenommen werden kann, um sie zu infizieren. Und hier sieht man die Delta-Variante, die im Verhältnis sozusagen zu dem ursprünglichen Wuhan-Strain bestimmte Mutationen schon trägt, die ja auch dazu geführt haben, dass sie eine höhere Fitness hat. Und dagegen, wenn man sich dagegen die Omikron-Variante ansieht, dann sehen wir hier sehr, sehr viel mehr Austausche von Aminosäurebausteinen in diesem Spike-Protein. Und weil man natürlich viele dieses Virus intensivst beforscht hat in den letzten 2 Jahren, waren viele dieser Mutationen schon besorgniserregend, weil man wusste zum Beispiel, dass in bestimmten Bereichen Antikörper binden oder in anderen Bereichen zum Beispiel, dass dieses Protein prozessiert wird und dass man schon vermutet hat, dass es auch dann andere Viruseigenschaften hat oder ja, vor allen Dingen auch Probleme mit dem Immunschutz geben könnte. Und ich glaube, das, was das Hauptproblem ist, und das hat sich auch rauskristallisiert, ist tatsächlich ein deutlich erniedrigter Immunschutz durch präexistierende Immunität gegen die vorherigen Varianten. Hier ist eine Arbeit von, ich glaube, von Jesse Blum, die gezeigt hatte, dass hier sehen wir schematisch die Rezeptorbindungsdomäne des Spike-Proteins und hier gibt es verschiedene Bereiche, an denen neutralisierende Antikörper besonders gerne binden. Und dann kann man die klassifizieren, wenn man will, in Klasse 1, 2 oder 3 oder einige machen auch Klasse 4. Und da binden gerne Antikörper, die das Virus sehr effektiv neutralisieren können. Und dann kannte man aus Laboranalysen und natürlich auch von einigen Varianten, wusste man, dass Aminosäureaustausch in bestimmten Mutationen klare Escape-Mutationen sind. Das heißt, dass dann neutralisierende Antikörper nicht mehr gut binden können. Und da konnte man aus diesen Sequenzanalysen der Omikron-Variante schon relativ früh prognostizieren, dass wir hier einen Immune Escape haben, der wahrscheinlich alle drei Klassen von neutralisierenden Antikörpern betreffen würde. Und wir bilden unterschiedliche Antikörperklassen, aber das ist schon mal kein gutes Zeichen gewesen. Und verschiedene Labore weltweit haben relativ rasch dann auch Laboranalysen dazu geliefert, die das Ganze unterstützen. Und das Labor von Florian Klein in Köln, mit dem wir dann zusammengearbeitet haben, die haben auch sehr, sehr schnell einen sehr schönen Essay aufgesetzt, den hatte ich vorher schon mal kurz eingeführt. Das ist ein antiviraler Pseudovirus-Neutralisations-Essay. Und die haben eben mit Impfserien aus unserer Charité-Impfkohorte relativ schnell dann eben auch hier gezeigt und andere Studien haben das bestätigt, dass in der Tat Omikron-Variante einen sehr starken Immune-Escape hat. Also was Sie hier sehen, ist der Neutralisationstiter, den ca. 50% dann der Viren neutralisiert werden können. Bei der Wuhan, also ursprünglichen Variante, ist der Titer sehr, sehr gut. Das sind hier Impfserien nach Zweitimpfung, also frisch geimpfte, junge, gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Charité, die hier ihr Serum zur Verfügung gestellt haben in unserer Studie, neutralisieren sehr, sehr gut die Wildtyp-Variante und eigentlich auch sehr, sehr gut Alpha und Delta. Bei Beta wussten wir schon, die hatten einen Immunescape, aber Omikron sieht das dann schlecht aus. Da ist der überwiegende Teil, er hat überhaupt gar keine detektierbare Neutralisationsaktivität. Und die anderen, die detektierbar sind, sind sehr, sehr niedrig. Also das ist ein sehr starker Immunescape-Phänotyp. Und das haben andere Labore auch so gezeigt.
Was aber das Interessante an dieser Untersuchung war, die Florian Klein und sein Team durchgeführt haben mit uns zusammen, ist im Prinzip der Effekt der Boosterimpfung. Und hier im oberen Panel sehen wir also zunächst mal die Seren unmittelbar nach Zweitimpfung, early. Also 4 Wochen nach der Zweitimpfung sieht man sehr gut einen Titer gegen die Wildtyp-Variante, der lässt etwas nach. Wenn man 6 Monate wartet, dann ist der etwas schwächer. Das wussten wir, wenn man dann boostert, dann wird diese Antwort wirklich nochmal stark angehoben, auch über das Niveau der Zweitimpfung. Aber letzten Endes sind das hier quantitative Effekte. Wenn wir rechts auf die Neutralisationstiter schauen, das ist die für die Omikron-Pseudoviren. Dann sehen wir eben, was ich Ihnen schon gezeigt hatte, dass man auch frisch nach der Zweitimpfung eigentlich keine nennenswerte Neutralisationsaktivität hat. Natürlich nach 6 Monaten auch nicht. Dann aber mit einer einzelnen Boosterimpfung dann auf einmal auf ein sehr, sehr anständiges Niveau kommt, hier über 1 zu 1000 im Pseudoneutralisations-Assay. Also das ist wirklich nicht nur ein quantitativer Effekt. Hier haben wir Sprung, hier haben wir einen qualitativen Effekt. Hier werden Antikörper gebildet, die unabhängig von den Escape-Mutationen dieses Virus neutralisieren können. Und dasselbe trifft im Übrigen zu für Leute, die genesen sind. Also Genesene haben auch frisch nach der Infektion und auch eine ganze Weile nach der Infektion auch keine neutralisierenden Antikörper. Es deckt sich mit den Daten aus Südafrika, wo man sehr, sehr viele Reinfektionen sieht, aber dann nach einer einzelnen mRNA-Boosterung auch sehr, sehr hohe Neutralisationstitel kriegen. Das ist, erstmal hört sich das nicht logisch an, weil diese Boosterimpfung ja gegen das alte Spike, wenn Sie so wollen, das Wildtyp-Spike reimmunisiert, also eine Reexposition mit dem ursprünglichen Antigen. Aber hier laufen immunologische Prozesse ab, die wir auch gerade erst versuchen zu verstehen. Aber hier gibt es verschiedene Ansätze, die das sehr gut erklären könnten. Also hier werden Antikörper definitiv gebildet, weil die Immunantwort reift in dieser Zeit nach und dann wird sie nochmal geboostert und dann haben wir eine Neutralisationskraft. Deswegen ist das ein jetzt mal immunologisch starker Hinweis darauf, dass die Boosterimpfungen einen sehr, sehr guten Effekt auch gegen die Omikron-Variante haben könnten und dass Boosterimpfungen jetzt umso wichtiger sind als Vorauftreten der Omikron-Variante. Es gibt Daten, die mittlerweile, das ist jetzt habe ich noch nicht hier einfügen können, die mittlerweile auch schon im Preprint-Stadion sind. Das ist hier von einer Präsentation, die mal bei einem WHO-Treffen gezeigt wurde, von der Gruppe aus Cape Town zusammen mit den Kollegen aus La Jolla, die sich auch angeguckt haben, was ist denn mit den T-Zellen? Das ist nämlich unser anderer Arm im Immunsystem, der ja auch das Spike-Protein erkennen kann. Und von dem wir glauben oder von dem man ausgeht, dass vor allen Dingen die Aktivierung von T-Zellen sehr wichtig ist, um uns vor der Lungenentzündung und vor schweren Verläufen zu schützen. Und hier hat man in relativ präliminären Untersuchungen Blut von Probanden stimuliert, entweder mit Peptiden, die aus dem ursprünglichen Spike kommen oder aus dem Omikron-Spike kommen und dessen. Weil T-Zellen erkennen ganz, ganz viele kleine Peptid-Epitope, die auch, das ist sehr, sehr divers. Und die erkennen auch viele Stellen im Spike-Protein, die in stärker konservierten Bereichen liegen, als es jetzt gerade die Rezeptorbindungsdomäne ist. Und da sieht man, dass es eigentlich keinen großen Unterschied in der T-Zell-Antwort gibt, wenn man die Antwort auf das ursprüngliche und auf das Omikron-Spike sich ansieht. Und wir haben ganz, ganz präliminäre Untersuchungen. Rechts habe ich eigentlich nur zum Spaß hier eingeführt. Die haben wir auch gemacht und da sieht man ähnliche Daten. Was die Gruppe um Florian Klein noch gezeigt hat, interessant ist, aber leider auch etwas enttäuschend, ist, dass Antikörper, die wir zurzeit in der Prophylaxe und in der Therapie von Covid-19 einsetzen, zum Beispiel eine Antikörperkombination hier oben, beim Lanivimab und Etesivimab, dass die zwar sehr gut den Wildtyp neutralisieren, aber bei der Omikron-Variante keine Neutralisation mehr zeigen. Und leider trifft das auch für diese Kombination zu, ein Präparat, was sehr viel eingesetzt wird und auch von der Bundesregierung beschafft wurde, was wir sehr, sehr viel eingesetzt haben. Das ist ein sehr stark wirksames Medikament, diese zwei Antikörper, die leider jetzt bei Omikron wirkungslos werden. Und die Firma hat das auch mittlerweile mitgeteilt. Das sind diese Kombinationen der Firma Regeneron. Es gibt einen Antikörper, hier unten Sotrovimab, der in den immunologischen Testsystemen weiter sehr gut funktioniert, der mittlerweile auch eine Zulassung hat. Sotrovimab
Das scheint noch zu funktionieren. Hier ein Antikörper, den die Kollegen in Köln selbst entwickelt hatten und auch in eine frühe klinische Entwicklung gebracht haben, die aber leider nicht fortgesetzt wurde. Der scheint sogar noch besser zu neutralisieren als Sotrovimab, aber der steht eben nicht zur Verfügung. Dieser Antikörper wird demnächst hoffentlich zur Verfügung stehen. Das heißt aber, dass die monoklonalen Antikörper, die wir in der Therapie einsetzen, aktuell, wenn Omikron wird demnächst die dominierende Variante sein, leider nicht mehr wirken. Und das ist eine schlechte Nachricht für Personen, die selber keine eigenen Antikörper bilden können, weil wir damit sonst diesen Personen sehr, sehr gut helfen konnten und auch anderen Personen, die ungeimpft sind zum Beispiel. So, wie ist das jetzt mit der Effektivität der Impfung gegen Infektionen mit der Omikron-Variante und der Delta-Variante? Da müssen wir wieder zurückgreifen auf Daten aus Großbritannien, vom UKHSA. Im letzten Technical Briefing ist das hier aufgetan. Hier sehen Sie auf der Y-Achse die Effektivität. Die Skala ist ein bisschen komisch, die geht von minus 60 bis 100, also darauf weise ich nochmal hin. Und die schwarzen Symbole sind hier, ist quasi die Effektivität aufgetragen über die Zeit nach der zweiten Dosis oder eben nach der Boosterdosis gegen Delta und gegen Omikron. Und was Sie sehen können, das, was wir vorher wussten, und das ist Effektivität gegen symptomatische Erkrankung sozusagen untersucht. Und da wissen wir, dass das mit der Zeit abnimmt für die Delta-Variante. Hatte ich Ihnen ja auch schon gezeigt in den israelischen Daten. Nach einer Boosterimpfung, Dreifachimpfung, ist zumindest für 10 Wochen, also knapp 3 Monate, ziemlich stabil, wenn man hier unten mit dem BioNTech-Impfstoff geboostert wird oder mit dem Moderna-Impfstoff geboostert wird. Gegen die Omikron-Variante ist es leider so, dass wir sehr, sehr schnell schon nach der Zweitimpfung schon deutlich reduzierten Schutz haben, der dann auch sehr schnell abfällt in Bereiche, wo man eigentlich dann kaum Unterschied hat zwischen Geimpften und Ungeimpften, was symptomatische Infektionen betrifft. Nach einer Boosterimpfung wird das deutlich angehoben auf um die 75%, möglicherweise sogar noch einen Tacken höher mit dem Moderna-Impfstoff. Und dass das möglicherweise dann über die Zeit aber auch leicht nachlässt, da wird man jetzt einfach ein bisschen abwarten müssen. Aber wir haben hier eine sehr, sehr gute Wirksamkeit der Boosterimpfung zum Glück. Die ist nicht genauso gut wie gegen Delta, aber hier kriegt man schon nochmal wieder einen signifikanten Schutz vor symptomatischer Infektion. Aber was uns natürlich viel mehr interessiert, ist, wie gut schützen denn die Impfstoffe vor Hospitalisation. Und hier sieht man das auch mit der Zeit. 25 Wochen nach Zweitdosis, wir haben weiterhin einen sehr signifikanten Effekt, Schutz vor Hospitalisation, dass der aber nochmal deutlich verbessert wird, hier 88%, wenn wir sozusagen unmittelbar nach der Boosterimpfung schauen. Hier wird man auch weiter abwarten müssen, es gibt aber noch mehr Daten dazu. Ich möchte dazu einmal kurz nach New York schauen. Ich hatte in letzter Zeit häufiger mal Kontakt mit Kollegen dort und dort ist ja auch die Situation die, dass wir dort einen sehr, sehr starken Anstieg zum einen der Inzidenzen haben, in USA generell und weltweit, ja, das wissen Sie, aber auch mittlerweile der Hospitalisationen. Wobei dies, und das wird sicher jetzt auch ein Punkt werden, vor allen Dingen primär jetzt erstmal Normalstationen betrifft, wobei da, wie ich von den Kollegen höre, jetzt auch langsam die ICU-Aufnahmen steigen. Aber hier finde ich, ist eine Karte, die kann man hier nachgucken, fand ich sehr eindrücklich. Wenn Sie sich New York aufgeteilt in die verschiedenen Postleitzahlen ansehen, dann ist das hier links dargestellt, müssen Leute hospitalisiert werden. Wenn Sie hier zum Beispiel in Queens schauen, werden nicht viele Leute hospitalisiert und hier sind hohe Impf und hier rechts sind die Impfquoten dargestellt. Sind sehr, sehr gut. In der Bronx ist zum einen die Impfquote leider nicht besonders gut und zum anderen auch die Hospitalisation gut. Das ist jetzt klar, dass sozusagen Correlation is not causation, aber das ist, finde ich, ziemlich eindrückliche Karte. Da gibt es auch andere Gründe natürlich, denn Leute häufig ins Krankenhaus müssen, aber das ist schon relativ eindrücklich. Das kann man auch so ausdrücken in USA. In New York sehen Sie in blau sind wieder die Hospitalisationen unter Ungeimpften und in rot sind vollständig Geimpfte. Auch da sieht man einen deutlichen Unterschied und ich höre es von den Kollegen letzten Endes auch, dass sie sagen, die wir in den Krankenhäusern mit Covid richtig sehen, das sind Personen, die keinen Impfschutz haben. Also das heißt, es gibt zwar viele Durchbruchinfektionen, aber die Hospitalisation ist letzten Endes, die Impfung bietet weiterhin einen guten Schutz. Und das sind einfach nur Daten, die ich jetzt, da gibt es den Kollegen von der Financial Times, der immer sehr schöne Graphen macht, hier wollte ich einfach nur mal zeigen,
Wir sehen natürlich exorbitant hohe Fallzahlen in verschiedenen Bundesstaaten, in den USA und Großstädten. Aber wir sehen leider auch in einigen Regionen jetzt wieder ein deutliches Anziehen auch der Intensivstationsbelegung. Und das vor allen Dingen auch in Staaten, die eine niedrige Impfquote haben. Deswegen können wir, müssen wir weiterhin darauf drängen, lassen Sie sich impfen. Auch die Impfung, auch wenn die Impfung nicht 100% auf Omikron passt, schützt sie sehr gut vor schweren Verläufen. Das überspringe ich einmal. Hier ist noch eine andere Grafik, die wieder aus England kommt, die KHSA. Auch hier sieht man bei Schutz vor Infektion bei doppelt Geimpften gegen Omikron ist in den verschiedenen Altersgruppen nicht mehr gut. Das müssen wir einfach hinnehmen. Die Omikron-Variante ist eine starke Immunescape-Variante. Aber wenn Sie sich anschauen, Hospitalisation und Tod, dann sieht man hier sehr, sehr deutliche Unterschiede. Und das ist doch mal ein Effekt, für den es sich wirklich auch lohnt, sich impfen zu lassen, weil Sie hier einen sehr, sehr guten Schutz vor diesen schweren Erkrankungen und Todesfällen haben. So, das letzte Thema. Was ist denn mit Personen, wir wissen jetzt, dass die Boosterimpfung sehr gut schützt. Was ist denn mit Personen? Die Frage kommt immer wieder, die sich haben impfen lassen und dann eine Durchbruchinfektion durchgemacht haben. Das spreche ich nur ganz kurz an, das ist nicht publiziert. Aber hier sehen Sie, dass das doch auch einen ganz guten Effekt hat, wenn Sie eine Durchbruchinfektion hatten. Auch dann haben Sie eine Boosterwirkung. Die liegt allerdings so dazwischen. Zwischen dem, was Sie mit einer dreifachen Impfung, mit einer Durchbruchinfektion haben. Ich will sagen, wenn Sie eine Durchbruchinfektion hatten, ist es durchaus erwägenswert, so nach 3 Monaten circa zu überlegen, ob Sie auch eine Boosterimpfung noch machen, vor allen Dingen im Hinblick auf die Omikron-Variante. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wann Sie diese Durchbruchinfektion hatten. Letztendlich sind hier nochmal Daten aus Südafrika gezeigt. Und da geht es nochmal darum, was passiert eigentlich für Personen, die eine Omikron-Infektion haben. Und das sind sehr, sehr kleine Fallzahlen. Das ist eine super kleine präliminäre Studie. Wir versuchen selber gerade Daten dazu zu bekommen, aber ich finde sozusagen den Gedanken jetzt erstmal ganz, ganz interessant. In grün sind geimpfte Personen dargestellt. Wenn die eine Omikron-Infektion bekommen, dann haben die natürlich danach einen guten Neutralisationstiter gegen die Omikron-Variante. Das ist aber auch eine gute Nachricht, weil das darauf hindeuten könnte, dass auch ein angepasster Impfstoff mit Omikron Spike danach gute Neutralisationstiter erzeugt. Interessanterweise steigt dann aber auch der Neutralisationstiter gegen die Delta-Variante mit. Also Sie kriegen dann auch quasi Kreuzvarianten-Immunität. Und in rötlich hier dargestellt, aber Personen, die vorher nicht geimpft waren und die dann Omikron haben, klar, die können nachher gut Omikron neutralisieren, aber Delta, zumindest in dieser super kleinen Studie, sind die Titer jetzt nicht so überzeugend. Deswegen könnte es sein, dass die dann sozusagen weiterhin vulnerabel bleiben für andere Varianten. Und es ist möglicherweise darüber erklärt, dass Omikron quasi so ein Beginn eines sich etablierenden neuen Serotyps ist, der einfach immunologisch, das ist in dieser Grafik ein bisschen dargestellt, sehr weit entfernt ist von den bisherigen Varianten, die wir haben. Das heißt, möglicherweise schützt die Immunität, die man alleine gegen eine dieser Varianten erwirbt, eben nicht gut gegen die andere Variante. Und deswegen bleibt es einfach dabei, lassen Sie sich impfen, und das wird Sie gut schützen vor einer schweren Infektion, vor einer schweren Erkrankung durch die Omikron-Variante. Und wenn Sie trotzdem Kontakt haben mit Omikron, können Sie darauf hoffen, dass Sie danach gegen beide Varianten eine gute Immunität aufbauen oder wenn dann der angepasste Impfstoff hoffentlich bald kommt, dass Sie dann auch eine gute Immunität haben. Das war's. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Susanne, herzlichen Dank für diesen sehr umfangreichen Vortrag. Es gibt einige Fragen, die sozusagen aus dem Chat und auch per E-Mail einkamen. Mit denen würde ich einmal beginnen. Ich selber komme ja aus der Kardiologie. Das heißt, sollen diese Patientinnen und Patienten mit Myokarditis, Perimyokarditis, Nebenwirkung oder vielleicht auch Phänomen der Infektion, die sehen wir. Und es gibt natürlich auch dort einen Reporting Bias, also allein schon, dass das in den Medien mehr auftaucht, sorgt schon dafür, dass man bei jungen Personen natürlich noch mehr nachschaut auch und das natürlich dann auch häufiger findet, auch wenn man ganz unabhängig von der aktuellen Pandemie. Das nur dazu. Die Frage ist, Patienten sind geimpft, haben die zweite Impfung, haben eine Myokarditis nachgewiesen und dann fragt mich der Patient, soll ich den Booster noch machen oder nicht? Ich habe die Frage mitgenommen und habe gesagt, ich frag mal unseren Experten. In der Idee, wenn diese Patienten schon sagen, sensibilisiert sind,
dass das vielleicht sogar beim nächsten Mal vielleicht noch eine stärkere Reaktion geben kann. Ich weiß, das sind alles vielleicht in einem Rahmen, wo es noch keine Daten gibt, aber da findet sich unsere ureigenste Aufgabe als Ärztinnen und Ärzte, den sophisticated guess zu geben. Was soll ich machen mit diesen Patienten? Ja, ist eine gute Frage auf jeden Fall, die ich auch häufig gestellt bekomme, von Kollegen und auch von Patientinnen und Patienten. Es ist schon so, wenn sie eine Impfkomplikation hatten, die auch schwerwiegender war, würde ich davon abraten, nochmal denselben Impfstoff anzuwenden. Es gibt auch meines Erachtens keine guten Daten dazu, was passiert, wenn man dann nochmal reexponiert. Ist ja auch schwierig, dazu eine Studie zu machen. Was man weiß, ist, dass bei einfach wenn man insgesamt in die Safety-Daten guckt, ist das Risiko einer Myokarditis nach der Drittimpfung deutlich niedriger als nach der Zweitimpfung. Aber natürlich sind diejenigen, die nach der Zweitimpfung eine Myokarditis hatten, in der Regel nicht mehr sozusagen bei den Boostern dabei. Und ich empfehle dann meistens auf einen anderen Impfstoff zu wechseln. Jetzt ist es Was aber aber so, in dass derselben natürlich viele Klasse andere und Impfstoffe gar nicht mehr unbedingt verfügbar sind. Also, aber man könnte auf einen Vektorimpfstoff wechseln. Aber ich würde dann, ich meine, dann muss man individuell Kosten oder Nutzen und Risiko abwägen und dann würde ich sagen, nee, wenn es da jetzt schon mal eine Myokarditis gab, dann würde ich eher nicht nochmal. Man hat ja auch einen guten Schutz nach einer Zeitpunkt. Es ist nicht so, dass man ungeschützt ist. dieser zweite Schutz, wenn ich das recht verstehe, speist sich primär ja aus der T-Zell-Antwort, wenn ich das, aus das, wenn ich das Sie haben auch ein Immungedächtnis, was relativ schnell wieder angeschmissen hat. Sie bilden natürlich auch viel schneller dann wieder Antikörper, auch bessere Antikörper. Das war auch so eine, wie gesagt, das sieht man ja eben auch nach Durchbruchinfektionen, die ja dann in der Regel auch nicht schwer verlaufen. Also sie bilden schneller gute Antikörper und haben eben auch die T-Zellen, die auch noch relativ stabil bleiben und auch die anderen Varianten erkennen. Also es ist ja nicht so, dass man ungeschützt ist. Von daher und gerade in der Risikogruppe, die jünger sind, die ja ohnehin ein niedrigeres Risiko haben, schwer zu erkranken, da würde ich dann sagen, sie haben eine gute Grundimmunität aufgebaut und dann würde ich erstmal Abstand nehmen von einer weiteren Boosterimpfung. Es war sagen, von vielen, die sagen, noch Hemmungen hatten, sich boostern zu lassen, war so ein großes Erwarten auf die Totimpfstoffe, die dann so kommen. Novavax zum Beispiel ist jetzt neu, die hatten sagen, in der Letz als wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, über die verschiedenen Impfstoffe, war Novavax noch nicht Teil unseres Potpourris. Können Sie vielleicht noch zwei Sätze zu Novavax sagen? Ja, das ist so ein rekombinantes Spike-Protein. Also da hat man mit auch gentechnischen Methoden, aber dann ein Protein hergestellt, das dann mit bestimmten Hilfsstoffen, Adjuvantien versetzt wird, das auch kleine Nanopartikel bildet, und dann eben auch sehr, sehr immunogen ist. Das zeigen auch die Studiendaten, und auch sehr effektiv ist, was die Verhinderung von symptomatischen Infektionen angeht. Und da ist eben das Prinzip anders. Bei den Vektorimpfstoffen und bei den mRNA-Impfstoffen ist es so, dass wir selber das Spike-Protein produzieren, ähnlich wie bei einer Virusinfektion. Und hier wird eben das fertige Antigen angeboten, so wie das bei auch anderen Impfstoffen der Fall ist. Ist zwar zum einen vom Prinzip etwas traditioneller, aber von der Art, wie es hergestellt wird, auch schon ein moderner Impfstoff mit neuen Adjuvantien, scheint sehr gut zu funktionieren. Wenn ich mich an unseren ersten Vortrag von Ihnen erinnere, aus dem Mai 2020, da haben Sie auch darauf verwiesen, dass die natürliche Immunantwort bei Coronavirus-Infektionen auch sozusagen über einen kürzeren Zeitraum anhält, anders als bei anderen Infektionen. Und das habe ich mir so angemerkt, dass ich mich sagen, also vom selben Virus auch nochmal mich infizieren kann an dem. Wie sieht denn dann sagen, ein Steady State aus, den Sie so vor Augen haben? Jetzt ist natürlich Omikron, wir versuchen natürlich dagegen zu impfen, aber wie würde denn so ein Steady State aussehen, wenn wir über Boosterimpfungen nachdenken? Geht es natürlich nicht nur im Moment, natürlich auch bezüglich der Omikron-Variante, aber es wird ja vermutlich auch nicht die letzte Variante gewesen sein, mit der wir konfrontiert sind. Also perspektivisch, wie sieht denn so ein Steady State, ein stabiler Zustand in Ihrer Welt aus? Also ich denke, es ist so respiratorische Viren, gerade so Coronaviren, andere Viren, die wirklich auch im oberen Respirationstrakt schnell replizieren und können und eine Infektion etablieren können. Dagegen wird es immer schwer sein, eine sterilisierende Immunität zu induzieren, also dass man wirklich gar nicht mehr empfänglich ist. Das ist natürlich bei anderen Viren, die
entweder durchs Blut oder durch die Lymphbahn oder so durch müssen für ihren Lebenszyklus letzten Endes, für die Erkrankung, die lassen sich natürlich dann irgendwann leichter neutralisieren, weil natürlich wir bestimmte Serumtiter dann hinbekommen. Und auf den Schleimhäuten ist das einfach schwieriger. Und das ist im Grunde ja auch nicht so ein Riesenproblem, weil wir auch mit anderen Viren leben, die wir immer wieder, wo wir immer wieder Infektionen haben. Das Problem ist eben bei diesem neuen Virus gewesen, dass es natürlich überproportional häufig, ziemlich häufig dann letzten Endes zu den schweren Erkrankungen kommt. Und die lassen sich anscheinend dann mit einer präexistierenden Immunität sehr effektiv unterdrücken. Und natürlich, wie haltbar ist dieser Schutz, entweder nach Infektion oder nach Impfung? Und dann irgendwann wird sich das eben vermischen. Dann werden natürlich alle Leute irgendwann mal auch nochmal Kontakt gehabt haben mit Virus und hoffentlich auch geimpft sein, sodass wir natürlich immer unsere Antwort immer verfeinern, auch verbreitern und natürlich die verschiedenen Waffen des Immunsystems, T-Zellen, Antikörper und so weiter, nachschärfen, dass ich schon denke, wir werden das wahrscheinlich nicht hinbekommen, dass wir irgendwann eine komplette Immunität und nie wieder eine Coronavirus-Infektion haben. Was total wichtig wird, ist ja zu klären, wie ist das mit solchen längerfristigen Komplikationen, die man gesehen hat, also Stichwort postvirale Komplikationen, Long-Covid oder auch andere Organkomplikationen. Können die auch effektiv durch die Impfung verhindert werden? Bei den Kindern zum Beispiel ist das so. Da gibt es eine ganz gute Studie, wie ich finde, die zum Beispiel zeigt, dass dieses PIMS, also dieses multisystemische Inflammationssyndrom, dass das sehr gut durch die Impfung verhindert wird. Und das kann man nur hoffen, dass das eben bei ja, Long-Covid und anderen Komplikationen auch der Fall ist. Dafür gibt es aber die Daten noch nicht gut genug. Und letzten Endes, wenn dem so wäre, dann kann man natürlich sagen, dann werden wir immer wieder mit dem Virus Kontakt haben. Und je nachdem auch, wie das Virus auch wieder die antigenen Eigenschaften verändert, kann es natürlich sein, dass sich immer wieder nochmal Varianten bilden, gegen die man vielleicht auch nochmal nachimmunisieren muss. Sie haben gesagt, dass nach der zweiten Impfung ist sozusagen die Immunantwort auf eine Omikron-Infektion noch nicht so stark, sondern der Booster schafft das nochmal besonders zu verstärken. Die Erklärungen sein sollen noch in den Anfängen. Können Sie sagen, da kam es nochmal von der Kollegin die Frage, können Sie dazu vielleicht noch zwei Sätze sagen, wie Sie sich das momentan erklären? Also wir haben ja verschiedene Prozesse, die nach der initialen Immunisierung stattfinden. Und das haben zum Beispiel auch Kollegen aus New York sehr schön gezeigt, dass nach der auch Genesung finden so Nachreifungsprozesse, also Affinitätsreifung zum Beispiel, weiter in den Keimzentren statt. Und das kann ich mir vorstellen, findet eben auch nach einer zweifachen Impfung. Wir haben ja zweimal Kontakt mit dem Antigen, also es werden ja Gedächtniszellen in den Lymphknoten gebildet und möglicherweise findet dann auch Prozesse wie Affinitätsreifung statt. Das aber jetzt wirklich, wenn ich jetzt, also es gibt verschiedene Theorien, wie das dann vonstatten gehen kann, dass wir dann nach der erneuten Exposition mit dem alten Antigen werden definitiv Antikörper gebildet, die auch wahrscheinlich, ich nehme an, konservierte Epitope in diesem Spike-Protein binden können, die vielleicht bei der ersten Immunantwort nicht ganz so dominant waren, die jetzt aber verhältnismäßig gesehen dann etwas stärker da sind und dass das Repertoire sich etwas verbreitert. Was auch hätte ein Szenario sein können, ist, dass wir durch wiederholte Exposition mit diesem Antigen eigentlich das immer weiter nachschärfen und ein immer schmaleres und immer präzisere Immunantwort genau auf dieses Wildtyp Spike machen und dass man dann vielleicht sogar etwas schlechter auf so eine veränderte Virusvariante reagiert. Das stimmt aber definitiv nicht. Sowohl nach Infektion als auch nach Impfung und wiederholter Impfung ist es so, dass wir eigentlich besser kreuzneutralisieren können gegen die verschiedenen Varianten. Und die T-Zellen sind ohnehin nicht so anfällig für solche kleinen einzelnen Aminosäureaustausche, weil die so viele verschiedene Epitope erkennen. Also das muss man wirklich auf klonaler Ebene sich ansehen. Das sind sehr, sehr aufwendige Analysen. Das machen verschiedene Labors weltweit und das wird auch immunologisch da spannend. Es ist schön, dass es so gut funktioniert. Es gibt ja einige Kolleginnen und Kollegen von uns, die schon im Oktober und November geboostert wurden. Das sind jetzt auch schon einige Monate vergangen seitdem. Würden Sie sagen, dass die sich auch wieder jetzt schon einen zweiten Booster abholen sollten? Oder wie denken Sie darüber?
Also, das ist natürlich auch eine häufig gestellte Frage, weil wir ja sehen, das sieht man auch in den britischen Daten, das sieht man auch in ersten Daten, die wir uns angesehen haben, in Antikörpern, dass natürlich auch nach der Boosterimpfung irgendwann diese Spiegel wieder ein bisschen abfallen. Wenn man jetzt nach 3,5 Monaten schaut, ja, sind die Spiegel etwas abgefallen, aber dieser qualitative Unterschied, den man hat, also vor Booster, ist ja erstmal fast nichts zu detektieren. Nach dem Booster ist eigentlich ein sehr guter Titer da. Also das ist immer noch auf einem sehr guten Niveau dann. Dass ich nicht, also man verliert nicht den Schutz komplett wieder. Was natürlich sein kann, klar, man wird wieder etwas anfälliger für so eine Durchbruchinfektion, aber man hat trotzdem dreimal diesen Antigenkontakt gehabt und das sieht man auch in den britischen Daten, der Schutz auch vor Hospitalisation und so weiter verbessert sich ja auch nochmal. Ich würde jetzt nicht eine generelle Empfehlung für eine vierte Impfung aussprechen. Ich glaube, wir haben mit den Boosterimpfungen ein total gutes Instrument, um jetzt erstmal auch eine Omikron-kreuzneutralisierende Immunität aufzubauen. Die wird nicht perfekt sein, die wird aber sehr, sehr gut sein, was eben die Krankheit betrifft. Und dann wird es angepasste Impfstoffe geben und ich glaube, die wird man natürlich dann auch risikoadaptiert einsetzen. Ein Teil von uns, das müssen wir jetzt wahrscheinlich, also nicht akzeptieren, aber den müssen wir in die, sozusagen, da müssen wir der Realität ins Gesicht sehen. Wir werden sehr hohe Fallzahlen bekommen mit der Omikron-Variante und viele von uns werden auch Kontakt mit dem Virus haben. Aber sagen, Also ich glaube, eine allgemeine Empfehlung gibt es nicht. Ausnahmen sind immer Personen mit Immunsuppression oder mit besonderen Risiken für schwere Verläufe, wo man auf Nummer sicher gehen will. Da kann man, glaube ich, im Rahmen der ärztlichen Fürsorge schon auch überlegen, das nochmal zu machen. Macht man ja bei Transplantierten oder sowas. Aber generell würde ich es nicht empfehlen. also genau da sagen, zieht die eine Frage des Kollegen ab, ist eine Prä-Expositionsprophylaxe bei Immunsuppression, zum Beispiel Rituximab, sinnvoll und oder leistbar? Ja, das waren alles total wichtige Konzepte vor Omikron. Wir hatten ja zum Beispiel in Deutschland diese Regeneron-Kombination zur Verfügung. Und natürlich ist auch eine Präexpositionsprophylaxe. Also da wirken die, das funktioniert. Da gab es unterschiedliche Studien, die das auch sehr, sehr gut zeigen. Auch, also auch eine PrEP funktioniert, aber auch eine Postexpositionsprophylaxe funktioniert und natürlich auch eine Gabe in einem frühen Krankheitsstadium funktioniert sehr, sehr gut, verhindert eigentlich viele von den ernsteren Outcomes. Und es ist echt ein Problem, dass das jetzt quasi bei Omikron eigentlich wirkungslos ist. Es gibt jetzt andere Ansätze. Es gibt eine neuere Studie zum Remdesivir. Es gibt ja auch das Paxlovid, was hoffentlich mal verfügbar wird, dass man dann wahrscheinlich solche antiviralen Substanzen dann gibt, wenn es eine Exposition gegeben hat, beziehungsweise eine frühe Phase der Erkrankung gibt. Aber das ist ein bisschen schade, dass uns dieses Instrument jetzt akut fehlt. Wie gesagt, es gibt diesen Antikörper Sotrovimab, der wird auch verfügbar werden in Deutschland, aber jetzt nicht dieser Tage, also der kommt jetzt aber. Dann kann man den möglicherweise auch einsetzen. Ja, wir müssen etwas unsere alten SEPs da überarbeiten. Vielen Dank. Sie würden aber sagen, die Boosterimpfungen sind, sagen, würden jetzt eine modifizierte Impfung, eine angepasste, auf Omikron angepasste Impfung jetzt noch nicht überflüssig machen, sondern dass Sie sagen, die Steigerung sagen, der Immunantwort durch die Boosterimpfung ist noch nicht hinreichend, was das angeht, ja? Also ich glaube, wahrscheinlich jetzt für jüngere, immungesunde, sonst gesunde Menschen ist das mit der Boosterimpfung jetzt erstmal, sage ich mal, die schlimmste Gefahr, jetzt wirklich schwer zu erkranken, die ist gebannt. Kleine Klammer auf, Long-Covid haben wir eben noch keine Daten dazu, Klammer zu, das wird man jetzt einfach sehen. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach mit einem jetzt Booster, geboosterten Schutz ist man sehr, sehr gut geschützt. Trotzdem weiter aufpassen, man kann sicher auch trotzdem sich infizieren. Man sieht Durchbrüche auch bei Geboosterten und wir können auch Virus weitergeben. Deswegen sozusagen im Rahmen des Infektionsschutzes sollte man da sich weiter testen und aufpassen. Aber da würde ich jetzt denken, trotzdem glaube ich, dass auch dieser Schutz wird ja mit der Zeit nachlassen und wenn man dann auffrischt, wird man das machen mit so einer angepassten Impfung und kriegt dann eben sozusagen dann diese heterologe Impfung mit dem angepassten Impfstoff und dann glaube ich, kriegt man einen sehr, sehr guten Impfschutz. Es gibt noch einen allgemeineren Komplex und sagen, eine spezielle Frage. Damit würde ich dann auch sagen, die Runde beenden. Die allgemeinere Frage ist: Können Sie was zu Impfungen bei Kindern nochmal speziell nochmal sagen? Ja, bevor ich zur spezielleren Frage komme. Ja, also es ist so, dass wir natürlich neben den Zulassungsdaten, die
relativ kleine Studien waren, die gezeigt haben, es hat eine gute Effektivität, und in dieser Studienkohorte gab es im Grunde kein Sicherheitssignal. Okay, und auf dieser Grundlage wurde das eben ja von der EMA und FDA zugelassen und in den USA auch relativ schnell empfohlen und in vielen anderen Ländern auch und wird auch eingesetzt. Die STIKO ist da eben noch zurückhaltend gewesen, weil die Datenbasis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie das evaluiert haben, nicht ausreichend war, um eine dezidierte Empfehlung auszusprechen, aber doch eine ziemlich offensichtliche Klausel auch in dieser Empfehlung drin hat, dass das nach individuell sozusagen Aufklärung problemlos möglich ist. Und natürlich Kinder, die Kontakt haben zu Risikopersonen, und das ist nicht besonders gut spezifiziert, also ich meine, hochbetagte Großeltern und so weiter zählen da sicherlich dazu, dass das durchaus möglich ist. Und es gibt ja auch genügend Kinderärzte und Kinderärztinnen, die das machen. Sozusagen ich als Nicht-STIKO-Mitglied und einfach sozusagen Daten mir anschauender Mensch, ist jetzt schon so, dass ich in den USA die Sicherheitsdaten sehr überzeugend finde bei den Kindern. Das sind jetzt größere Datensätze von mehreren Millionen Kindern, wo man sieht, dass das Myokarditis-Risiko extrem gering ist. Das ist noch nicht ganz klar, ob das signifikant erhöht über dem, was im Hintergrund zu erwarten ist. Extrem gering. Wir haben jetzt sehr, sehr hohe Inzidenzen bei den Kindern, insbesondere bei Omikron. Es gibt, das sind jetzt aber anekdotische Berichte aus den USA, dort jetzt auch wieder vermehrte Hospitalisationen, nicht mehr als mit anderen Varianten, auf keinen Fall, aber es ist einfach nur ein Resultat der hohen Inzidenzen. Und die, die ins Krankenhaus kommen, die Kinder sind ungeimpft. Und die Kinder, die auch ins Krankenhaus kommen mit systemischen Inflammationssyndromen, sind auch ungeimpfte Kinder. Das sind anekdotische Berichte, aber ich denke, das wird sich auch irgendwann statistisch abzeichnen. Dass ich denke, dass man nach Abwägung das schon auch guten Gewissens machen kann, Kinder zu impfen. Wir haben gute Sicherheitsdaten aus anderen Ländern, die da sehr viele Kinder geimpft haben. Wir haben mit sehr, sehr viel Infektionstätigkeit, wenn man sie vor all dieser Infektion schützen will, kann man das machen. Zum Glück, das ist das, was ich abschließend sage, ist ja diese Infektion in der Regel bei Kindern nicht sehr folgenschwer. Das ist sozusagen die gute Nachricht, wenn man es jetzt eben nicht geschafft hat, die Kinder zu impfen, ist das sicherlich das individuelle Risiko, das einzelne Kind zum Glück auch gering, aber insgesamt, glaube ich, sind die Impfungen auch für die Kinder zwischen 5 und 12 auch sehr sicher und wirksam. Vielen Dank. Aus dem Kontext der Charité natürlich auch eine spezialisiertere Frage, die gekommen ist von der Kollegin Schink. Und zwar eine Frage zum Booster bzw. einer möglichen vierten Impfung bei und zwar B-Zell-depletierten Patientinnen. Wovon würden Sie eine Impfung abhängig machen, wenn Sie sagen, so eine Individualentscheidung? Also die Option, die Sie aufgeführt hat, sind B-Zell-Zahl, Titerabfall oder haben Sie andere Kriterien im Blick? Ja, also bei den Immunsupprimierten hat man sich ja immer ein bisschen mit dem Titer beholfen und hat auch generell geguckt, wann kommt denn überhaupt ein Titer und sehe ich dann eine Dynamik und hat danach das ein bisschen entschieden. Und das finde ich ist auch erstmal so eine ganz gute Rational, weil es ein Test ist, den kriegt man über die Diagnostik relativ einfach, relativ schnell und kann das davon abhängig machen. Es gibt ein paar Studien, eine sehr gut gemachte Studie, finde ich, hat zwar eine kleine Fallzahl, die hat sich genau dieses Kollektiv angeguckt, Patienten nach B-Zell-Depletion. Und hat geschaut, was machen denn die T-Zellen bei denen. Und zum Glück haben die, das war jetzt eine Gruppe, ich glaube, von Patienten mit Multipler Sklerose. Und insbesondere die Patienten, die überhaupt keine Antikörper gegen Spike gebildet hatten, hatten eine sehr gute, sehr, sehr robuste T-Zell-Antwort, die sogar stärker war als bei Personen, die nicht mit so einem Antikörper behandelt werden, nicht die B-Zell-depletiert sind. Was natürlich eine gute Nachricht ist, dass die auch einen Schutz haben, T-Zell-Schutz vor schwerer Erkrankung möglicherweise. Das wird man sozusagen dann im Nachhinein nochmal anschauen. Aber ich glaube, die Impfung nützt da eben auch was, weil man das zelluläre Immunsystem aktiviert. Und jetzt ist es so, dass gegen Omikron das schon sein kann, dass diese ELISA-Titer, die man misst, nicht besonders viel aussagen, weil wir haben ja gesehen, man kann sehr, sehr hohe Titer haben nach Zweitimpfungen, hat überhaupt keine Neutralisationsaktivität gegen Omikron. Deswegen glaube ich, ist das nicht so ein super Parameter. Es sei denn, man will ein bisschen Gefühl kriegen, spricht das jetzt überhaupt auf die Impfung an. Letztendlich würde ich sie alle impfen. Wie häufig man sie jetzt impft, ist wirklich eine schwierige Frage. Jetzt würde ich von der Dynamik des Titers tatsächlich abhängig machen, mit der Einschränkung, dass bei Omikron nicht besonders gut vorhersagt. Super. Vielen, vielen Dank. Für alle, die gerade zuschauen, die ersten beiden Vorträge von Professor Sander sind auch nachzuschauen. Vor allem möchte ich verweisen auf das erste Video zur Immunantwort.
damals auch mit Kollegin Thibaut, die wir, glaube ich, beide grüßen an der Stelle, und auch zur phylogenetischen Evolution der Virusvarianten möchte ich verweisen auf das Virus-Video von Herrn Professor Drechsler, der die Arbeitsgruppe zur Virusepidemiologie an der Charité leitet. Herr Professor Sander, herzlichen Dank. Ich glaube, wir Gerne. können ganz wundervoll an Ihren Vortrag in 2 Wochen anknüpfen mit dem Vortrag von Herrn Professor Witzenrath zu Therapieoptionen bei Covid-19. Was wir heute noch machen können, da haben Sie uns ja schon die ersten Träume schon zerrissen, ja, mit was wir tun können. Und freue mich, dass wir hoffentlich auch weiterhin im Gespräch bleiben. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne. Schönen Abend Ihnen. Merci. Ja, genau. Tschüss.